Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde Podcast. Du bist Gastgeber? Super, dann ist dies genau der richtige Podcast für dich. In diesem Podcast geht es um Digitalisierung, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und um nachhaltiges Gastgeben. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin digitaler Berater und am Mikrofon dein Gastgeber im Küchenerde Podcast. Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde Podcast. Ich darf euch begrüßen zu der 12. Folge der Serie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe. Und heute geht es nicht um ein Thema, was kann oder ein Thema, ja, können wir doch mal schauen oder machen wir später, sondern um ein Muss-Thema. Und es geht um die Mehrwegpflicht, die uns der Gesetzgeber auferlegt hat, und das ist definitiv ein Muss-Thema. Und das hat meistens so ein Muss, hat immer so ein kleines Geschmäckle, sage ich da immer gerne. Ist aber grundsätzlich wirklich gut, weil wir alleine in Deutschland, und da kann mein Interviewgast uns wahrscheinlich gleich ein bisschen mehr zu liefern, ein paar Zahlen zu liefern, weil wir alleine in Deutschland Millionen Tonnen von Einweg-to-go-Verpackungen wegschmeißen. Millionen Tonnen. Und heute geht es darum, wie wir mit der neuen Gesetzgebung umgehen können, was wir tun müssen und wie wir das für uns als Erfolgsfaktor und sogar als Einsparungspotenzial später nutzen können. Ja, und dafür habe ich mir jemanden mit Erfahrung und Expertise in den Küchenerde Podcast eingeladen. Lisa Henze ist seit 2016 aktiver Teil der Verpackungsrevolution und seit 2017 von Beginn an mit offiziellem Marktstart ist sie ein Teil der Recap-Familie und ist davon überzeugt, dass zukünftig vollständig auf Einwegmüll verzichtet werden kann. Liebe Lisa, herzlich willkommen im Küchenerde Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank. Habe ich das alles richtig eingeleitet? Sind es Millionen von Tonnen? Es sind de facto 13 Milliarden Einwegverpackungen, die pro Jahr in Deutschland in den Umlauf gebracht werden. Also das ist eine ganz schöne Menge. Das sind 190 Tonnen Abfall oder 190.000 vielmehr Tonnen Abfall und 100 oder 830.000 Tonnen CO2, die damit auch verbraucht werden. Also eine ganz schöne Menge an Ressourcen, die wir so rausblasen durch unseren Verbrauch an Einwegverpackungen und die wir durch eine Mehrweglösung ersetzen können. Okay, du hast gesagt, oder ich habe in der Anleitung gesagt, dass du sagst, dass man zukünftig vollständig auf Einwegmüll verzichten kann. Wie meinst du das genau oder wie meinst du das konkret und wie soll das dann später funktionieren? Mhm. Genau, also unsere Vision von Recap ist es, Einweg abzuschaffen und da bin ich auch wirklich davon überzeugt, dass das möglich ist. Und wie ist das möglich? Natürlich mit einem System, mit einem Mehrwegsystem, das es mir als Endkundin oder als Endkunden erlaubt, Mehrweg so einfach wie möglich nutzen zu können. Das heißt wirklich an den verschiedensten Situationen, wo ich To-Go oder Takeaway konsumieren möchte, habe ich die Möglichkeit, auf Mehrweg umzusteigen. Da brauche ich natürlich eine Einheitlichkeit, also wir kennen das alle vom Flaschenpfand. Das funktioniert super, weil ich natürlich in jedem Supermarkt meine Glasflasche oder meine PET-Flasche auch wieder über den Automaten zurückgeben kann. Das heißt, ich muss nicht immer dahin zurückgehen, wo ich auch die Flasche gekauft habe, sondern ich habe eine relative Verbreitung, wo ich dann auch wirklich meine Flaschen wieder loswerde. Und genauso ist auch unser Gedanke, dass wir wirklich ein flächendeckendes System anbieten, das in Deutschland weit verfügbar ist, an möglichst vielen Stellen, an möglichst vielen Ausgabe- und Rücknahmestellen in der gesamten Gastronomie, also sei es in Cafés, in Restaurants, aber auch in der Betriebsgastronomie, am Arbeitsplatz, in Kantinen, Mensen und so weiter. Genau, und da sollte ich natürlich auch dann mein Mehrwegprodukt auch wieder sowohl ausleihen, aber dann auch natürlich wieder abgeben können, sodass es wirklich einfach und bequem für mich als Endverbraucherin ist. Und dann, wenn wir das geschafft haben, dann funktioniert das auch und dann kann ich auch wirklich getrost auf Einwegverpackungen verzichten. Und du hast mich gerade schmunzeln sehen. Du hast das Beispiel genannt, Mehrwegverpackungen beziehungsweise Mehrweg-Pfandflaschen, Glas oder auch Plastik. Und ich gehe tatsächlich, bei uns in Köln gehe ich immer zum Rewe. Nicht, weil ich Rewe so toll finde. Grundsätzlich finde ich Rewe nicht verkehrt. Aber es läge eigentlich eine Einkaufsmöglichkeit noch viel, viel näher. Und da gehe ich einfach nicht hin, weil dieser
bescheuerte Automat einfach nicht alle Flaschen frisst, ja. Es geht mir dann tierisch auf den Sack und ich muss das so klar und deutlich sagen, wenn ich dann vor diesem Automaten stehe und der schubst mir die Flaschen wieder raus. Ich kriege dann wirklich Puls und gehe dann verärgert in diesen Einkaufsladen und gehe aber nie wieder hin, wenn ich irgendwie Pfand dabei habe, was ich irgendwie loswerden muss. Und das kann man ja auch genauso auf Mehrwegsysteme projizieren, ne? Klar, verstehe ich total deine Verärgerung und ich glaube, auch da gibt es noch Optimierungsbedarf. Auch da gibt es sozusagen noch die Möglichkeiten, wo man wirklich die Automaten so dahin bringt, dass sie wirklich alles zurücknehmen. Dann ist es noch einfacher und dann haben wir eine noch höhere Rücklaufquote. Genau das ist aber auch eben unser Ziel, dass wir mit der Verbreitung von unserem Mehrwegsystem einfach so viele teilnehmende Gastronomiepartner schaffen, dass wirklich an jeder Ecke ein Recap, eine Revol mitgenommen und wieder eben abgegeben werden kann. Du machst das jetzt schon ziemlich lange. Du bist seit 2016 bei der, wie habe ich es genannt, Mehrwegrevolution mit dabei. Was ist deine Passion, dein persönliches Reiseziel? Warum machst du das so lange schon mit und warum hast du da so einen Spaß dran? Mir geht es sehr viel darum, mit dem, was ich tue, wirklich was bewirken zu können. Also etwas, ich glaube, da spreche ich allen, die bei Recap arbeiten, aus der Seele, etwas Sinnhaftes zu machen, wo ich wirklich weiß, tagtäglich die Arbeit, mit der ich viel Zeit verbringe, dass ich wirklich auch eine Hebelwirkung habe, dass ich bin natürlich auch im Alter, ich bin um die 30, dass ich hier mein volles Potenzial auch einsetzen kann und da einfach meine Energie auch für ein Thema aufbringen kann, wo ich das Gefühl habe, da mache ich ein Stück weit die Welt ein bisschen besser. Das hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber tatsächlich ist es auch so, dass wir immer wieder natürlich schöne Erfolgserlebnisse haben. Vor allem, ich arbeite im Vertrieb, ich arbeite im Key Account Management, also mit den Großkunden viel zu tun. Und da haben wir natürlich auch nochmal große Effekte und große Hebel, die wir gemeinsam heben können, wo wir wirklich Müll einsparen können. Und das ist, glaube ich, super, super wichtig, gerade in der heutigen Zeit, gerade in der Zeit der Klimakrise, alle möglichen Potenziale zu nutzen und da anzusetzen, wo wir einfach Lösungen schon jetzt bereit haben und die auch in die Umsetzung zu bringen. Und das macht mir super viel Spaß. Das Team motiviert mich tagtäglich. Ich glaube, wir sind alle da sehr auf einer ähnlichen Wellenlänge und haben einen Mega-Drive, dieses Thema voranzutreiben. Und dadurch, dass wir auch einfach merken, dass sich was bewegt, motiviert einen das tagtäglich auch nochmal mehr. Und jetzt gerade angesichts der anstehenden gesetzlichen Veränderung mit der Mehrwegangebotspflicht, auch hier sehen wir natürlich, wie der Markt sich bewegt, wie viel Potenzial wir haben, Ressourcen einzusparen, Müll einzusparen, auch eine Verhaltensveränderung zu erwirken in der Gesellschaft, dass es eben nicht immer darum geht, Produkte nur kurz zu verwenden und dann wegzuschmeißen, sondern einfach den Kreislaufgedanken nochmal in den Vordergrund zu stellen. Darum geht es uns auch. Es geht uns nicht nur um den Kaffeebecher oder nicht nur um die Schale für Essen sozusagen. Es geht uns auch darum, einfach das Denken nochmal anzuregen und dann wirklich als Symbol dafür, wie können wir Dinge nachhaltiger machen und wie können wir Dinge wiederverwenden und da einfach zur Ressourceneinsparung beizutragen. Also zu dem Thema, du hast ja gerade gesagt, die Mehrwegpflicht kommt jetzt demnächst auf uns zu. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Aber da möchte ich gerne nochmal kurz anknüpfen. Ihr seid ja quasi diejenigen, die dann nicht nur Gastgeber, Gastgeberin ansprechen und dann vielleicht in der Bäckerei und ganz viele Läden, wo man halt Recap dann auch nutzen kann. Und dann muss man ja auch nochmal einen Schritt weiter denken. Wenn dann ihr bei dem Café, bei dem Gastronomen dann drin seid als Mehrwegsystem, dann hat ja der Gastronom die Möglichkeit, das an seine Gäste weiterzugeben. Denn die Gäste sind ja auch gleichzeitig die Endkonsumenten und wir bewirken dann ja als Gastgeber dann auch eine Verhaltensänderung, wenn wir dann Mehrweg anbieten und ein cleveres System anbieten und der Gast sich dann später darüber Gedanken macht und sagt, okay, bei meinem Einkaufsverhalten, wenn ich jetzt in Lebensmitteleinzelhandel gehe oder irgendwo anders hin, da denke ich vielleicht auch mal über das Thema mit nach und dann können wir einen richtig riesen Impact bewirken und ihr seid da, sage ich mal, so der erste Step, der dieses ganze Thema dann mit lostritt. Das habe ich schön gesagt, ja. Ja, genau, definitiv. Also wir sind da zumindest auch für Gastronomiebetriebe, die damit noch nicht so viel Berührung hatten, vielleicht mit dem Thema Nachhaltigkeit, eine super einfache Einstiegshilfe quasi in dieses Thema, weil es einfach sehr einfach und easy umzusetzen ist. Und
da ist es tatsächlich auch so, dass wir auch in den Gesprächen mit den Gastronomiepartnern, mit denen wir arbeiten, immer wieder auch betonen, wie wichtig es ist, sozusagen diese Verantwortung auch zu erkennen oder anzuerkennen, was ihr als Gastronomiebetreibende eigentlich in der Hand habt und was ihr nach außen ausstrahlt und wie ihr euren Betrieb aufsetzen könnt und eben dann ein Image auch nach außen repräsentiert und eben nach außen tragen könnt für eure Endkunden, was euch wichtig ist. Und da ist es eben total entscheidend, sich beispielsweise mittlerweile mit der Marke Recap zu positionieren, die wir in den letzten 5 Jahren sehr in der Breite eben aufgebaut haben, weil das dann natürlich für den Endkunden total schnell ersichtlich ist, oh wow, cool, das ist ein Café, das ist ein Betrieb, ein Hotel, eine Bäckerei, die haben auch Recap, die scheinen sich ja Gedanken zu machen über das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. Genau, und da setzen wir jetzt noch einen drauf. Nicht nur die Endkonsumenten und Gäste, die zu uns kommen, die sehen das und nehmen das so wahr, sondern auch Kandidaten und Kandidatinnen, die vielleicht sich überlegen, gehe ich zum Betrieb A oder gehe ich zum Betrieb B zum Arbeiten? Wo schicke ich meine Bewerbung hin? Ah, die befassen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Habe ich auch auf dem Schirm, also bewerbe ich mich mal lieber da. Also ist auch ein Punkt. Definitiv, das kann ich total unterschreiben. Ich habe es gerade gesagt, mich selbst treibt das Thema extrem an, denn ich will was bewirken quasi in der Zeit, in die ich arbeitend verbringe. Und da geht es wahrscheinlich vielen Menschen in unserer heutigen Gesellschaft so und auch in unserer Generation natürlich so. Vor allem, wenn ich sage, ich will in der Gastro arbeiten, dann will ich trotzdem, dass es mit meinen Werten auch vereinbar ist. Und wenn ich da eben einen Café habe, dass sich eben sehr darum bemüht, auch Verpackungsmüll zu vermeiden, vielleicht sogar auch Essensabfälle zu vermeiden und so weiter. Das ist ja alles, kann man ja nochmal viel ganzheitlicher denken, dass die Verpackung ja wirklich nur ein Baustein. Dann habe ich gerade jetzt, wo Personalmangel ja, glaube ich, für alle Gastronomiebetreibenden ein Riesenthema ist, vielleicht auch nochmal ein USP im Vergleich zum Betrieb gegenüber, wenn ich mich mit dem Thema befasse. Absolut. Also das ist ja ein ganz starkes Thema, Werte und die eigene Vision, die man so mit sich trägt als Arbeitnehmer. Und ich hatte mal eine Situation, ich habe ja auch als Markus, als Küchenherde, habe ich ja auch meine Werte, die ich vertrete, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und ich habe in meinem ersten Jahr der Küchenherde, also Küchenherde, grundsätzlich Beratung, hatte ich einen großen Auftrag, Jahresvolumen, das waren damals 25.000 Euro. Und das war für mich richtig krass. Im ersten Jahr, ich dachte, boah, wie geht das denn ab, ne? Das war noch vor Corona. Und im Endeffekt habe ich diesen Auftrag aber nicht angenommen, weil ich von diesem Auftraggeber, ich konnte mich einfach nicht mit dem committen. Ich habe diese Werte einfach nicht. Mag der eine oder andere vielleicht sagen, hey, ganz schön bescheuert oder warum nimmt man den Auftrag nicht an? Ja, kann man auf eine oder andere Art auch verstehen, aber es hat einfach nicht zu mir gepasst und ich konnte mich einfach nicht dazu vereinen. Und das war nicht der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Und so muss man das auch switchen können auf die Arbeitnehmer, gerade vielleicht auf die jüngeren Leute, die sich viel mehr Gedanken darum machen, die denken sich auch ganz genau, passt das, kann ich das mit meinen eigenen Werten vereinbaren? Definitiv, kann ich 100% zustimmen. Okay, jetzt haben wir Recap schon sehr oft erwähnt, aber noch nicht genau drüber gesprochen, was Recap denn genau ist. Viele, viele in Deutschland, glaube ich, kennen Recap mittlerweile, weil ihr sehr viele Partnerunternehmen habt, aber vielleicht für diejenigen, die Recap noch nicht so gut kennen oder auf dem Schirm haben, erzähl doch mal 1-2 Sätze, was Recap ist und was Gastgeberinnen davon haben, wenn sie Recap nutzen. Ja, sehr gerne. Also Recap ist das größte Mehrwegsystem für die Gastronomie in Deutschland. Wir haben mittlerweile über 12.500 Ausgabe- und Rücknahmestellen, die das System aktuell nutzen. Wir bieten nicht nur Becher an für den Bereich Getränke, also vor allem voran Kaffee, aber auch Rebowls, Schalen, also für Takeaway-Speisen in verschiedenen Varianten, um da wirklich auch das also Potenzial abzuschöpfen, wo wir Einweg einsparen können. Recap ist eine einfache und attraktive, nachhaltige Alternative zum Einweg. Und das ist mir total wichtig, immer zu betonen, dass es so einfach ist, weil es ist nicht nur einfach für die Gastronomiebetriebe, sondern auch in der Nutzung für den Endkunden und die Endkunden. Ich brauche keine App runterladen oder sonstiges, es ist kein per se digitales System, sondern ich kann es ganz einfach analog nutzen, hinterlege eben pro Recap, den ich mitnehme, 1 Euro Pfand, pro Rebowl sind es 5 Euro Pfand und diesen Pfandbetrag bekomme ich immer dann wieder, wenn ich die Behältnisse auch zurückgebe, entweder bei dem Gastronomiebetrieb, bei dem ich das Behältnis mitgenommen habe oder bei jeglichem anderen der 12.500 Partner in ganz Deutschland und bekomme auch da mein Pfand wieder. Das heißt, uns ist einfach wichtig, dass wir so viele verschiedene
Gastronomiebetriebe da involvieren, um auch einfach die ganze Bandbreite an Einkaufssituationen und Touchpoints sozusagen von den jeweiligen Endverbraucherinnen abzudenken. Also auf dem Weg in die Arbeit gehe ich beim Bäcker vorbei zum Beispiel, kann mir einen Kaffee im Recap mitnehmen, kann in der Arbeit, in der Kantine oder Mensa den Becher vielleicht sogar abgeben und bekomme dann das Pfand zurück. Das heißt, es muss so convenient wie möglich sein, damit wirklich viele Leute das Thema Mehrweg nutzen. Ja, und umso mehr Partner es werden und Abgabestellen es werden, umso einfacher wird es ja dann später wieder für den Gast oder Endkonsumenten und umso mehr nutzen das dann unter Umständen auch. Was ist so für dich das Besonderste an Recap? Weil es gibt ja jetzt auf dem Markt noch das ein oder andere Mehrwegsystem, was man auch nutzen kann. Und worin unterscheidet sich Recap für dich in erster Linie und macht es besonders? Ja, das ist eine super gute Frage. Also ganz klar kann ich da sagen, die Werte und der Purpose. Wir sind wirklich ein Purpose-getriebenes Unternehmen. Uns ist extrem wichtig, so viel nachhaltigen Impact zu erzeugen, wie wir in unserem Wirkungsradius auch machen können. Das heißt, unsere Produkte sollen immer nachhaltiger werden, die Materialbeschaffenheit immer nachhaltiger werden, aber auch per se das Geschäftsmodell ist ein in sich nachhaltiges. Und das ist etwas, was uns im Vergleich zu den anderen Systemen auf dem Markt zum Teil auch abhebt, weil wir mit einem Fixbetrag arbeiten, also einem Nutzungsbeitrag pro Monat, der immer fix ist, unabhängig davon, wie viele Pfandprodukte der Gastronomiebetrieb braucht. Das heißt, jeder Gastronomiebetrieb kann so viele Pfandbecher und Pfandschalen bei uns bestellen und jederzeit nachbestellen und die natürlich auch ausgeben. Das heißt auch, je größer oder je höher die Quote an Mehrweg ist, die ich als Gastronomiebetrieb ausgebe, desto günstiger ist es ja für mich im Endeffekt, denn ich brauche ja weniger Einwegprodukte, die ich im Einkauf habe. Das heißt, wir setzen mit unserem Geschäftsmodell oder mit unserem Preismodell letztendlich den Anreiz für Gastronomiebetriebe, sich so nachhaltig wie möglich aufzustellen und komplett auf Mehrweg umzusteigen und damit sogar Kosten einsparen zu können. Und das ist im Vergleich zu anderen Systemen, die auf dem Markt sind, beispielsweise Pay-Per-Use-Systeme, wo ich pro Nutzung einen gewissen Betrag zahle, anders. Denn je mehr Mehrweg ich nutze, desto mehr zahle ich natürlich auch am Ende des Monats. Und wir wollen eben genau das andere, dass wir eben die Motivation von unseren Gastronomiebetrieben dahin lenken, mehr Mehrweg zu nutzen, ist besser, ist auch günstiger für dich. Ja, muss man sich mal überlegen, egal ob es jetzt der Kaffee ist, die Bowl ist, wenn ich jetzt Einwegverpackung kaufe, ich zahle im Schnitt 10, 15 oder auch mal 25 Cent, je nachdem, was ich benutze, zahle ich für so eine Einwegverpackung und die habe ich ja in der Regel auch mit eingepreist und schlag die nicht nochmal oben drauf. Und wenn ich dann anfange, Recap zu nutzen, eure Bowls oder eure Kaffeebecher, dann bleiben diese 15, 25 Cent in meiner Kasse, weil ich ändere dann ja nicht die Preise und gehe dann runter. Also ich habe dann zwar das Nutzungsentgelt, aber das ist dann auch irgendwann, sage ich mal, durch diese 15, 25 Cent, die ich einspare pro Bowl, pro Kaffeebecher, habe ich die ja auch irgendwann wieder drin und dann habe ich auch die Möglichkeit einzusparen. Genau, korrekt. Wir haben vorhin über die Mehrwegpflicht gesprochen. Ich bin da ein bisschen unbedarft, muss ich sagen. Ich habe mich immer nur grob informiert, was da jetzt alles auf uns zukommt. Kannst du mich einfach mal abholen, was in Zukunft seitens des Gesetzgebers bezogen auf die Mehrwegpflicht auf uns zukommt und was diese Mehrwegpflicht, was das alles beinhaltet? Sehr gerne, genau. Also super wichtig, weil es betrifft letztendlich die meisten Gastronomiebetriebe und zwar die Essen und Getränke to go oder Takeaway ausgeben, die müssen ab dem 01.01.2023 eine Mehrwegalternative zu den Einwegverpackungen anbieten und diese Mehrwegalternative muss gut sichtbar beworben werden und sie darf nicht mehr kosten als Einweg. Und das ist eben ganz entscheidend, weil sich natürlich viele Betriebe in der Vergangenheit mit den beispielsweise Porzellanbechern zum Kauf auch eine Mehrwegalternative in den Laden gestellt haben. Aber das ist ja ein ganz klarer Wettbewerbsnachteil, sage ich jetzt mal, zum Einwegprodukt. Denn ich habe als Endkundin für das Einwegprodukt nichts gezahlt, aber für den Porzellanbecher musste ich vielleicht 8 €, 10 €, was auch immer zahlen. Das heißt, da habe ich vielleicht eher davor zurückgeschreckt. Und dieses Gesetz sieht jetzt eben vor, dass die Mehrwegalternative wirklich nicht mehr kosten darf und dass es deswegen auch eine wirkliche Alternative ist, die dem Gast und dem Endkunden zur Wahl steht. Und deswegen ist das einfach so entscheidend, dieser Unterschied.
Und da sind wir natürlich als Mehrwegsystem auch sehr, sehr stark davon betroffen und freuen uns da auch, dass wir eine Lösung schon haben, die bereits am Markt etabliert ist, bei denen es eben sehr viele positive Praxisbeispiele gibt, wo wir wissen, dass es funktioniert und wie es funktioniert, die wir eben anbieten können für die Gastronomie. Und vielleicht auch ist es wichtig zu sagen, der Pfand ist dann kein Mehrkostenpunkt, denn er wird ja wieder zurückerstattet. Das heißt, das ist ja nur eine Leihgabe, die ich auch wieder zurückbekomme und deswegen ist es kein Mehrkostenpunkt. Und gerade eben auch in dieser Phase, wo wir wissen, dass die Gastronomie jetzt nicht die rosigsten Zeiten gerade durchlebt. Wir wissen, dass jeder sehr, sehr stark auf das Thema Kosten auch guckt und das Thema Nachhaltigkeit erstmal von der Agenda wieder 3 Punkte nach hinten gerutscht ist. Das ist uns allen total bewusst und wir wollen eben dafür trotzdem einfach eine einfache und günstige Lösung anbieten, sodass jeder Gastronomiebetrieb auch ohne eine große finanzielle Mehrbelastung die gesetzlichen Vorgaben erfüllen kann. Hm. Und das können wir auf jeden Fall mit unserem System machen. Gibt es denn für die verschiedenen Behältnisse, ob jetzt Kaffeebecher, Bowl oder irgendwas anderes, unterschiedliche Regelungen später? Genau, also es gilt für Lebensmittelverpackungen aus Einwegkunststoff, diese Regelung, und für Einwegbecher. Und da ist es unabhängig vom Material. Also das ist auch nochmal eine Unterscheidung. Bei Speisebehältnissen sozusagen geht es darum, wenn die mit Einwegkunststoff beschichtet sind, dann sind sie von dieser Pflicht betroffen. Bei Einwegbechern jedoch ist es so, auch wenn das kein Becher ist, der aus Einwegkunststoff ist, ist es egal. Es gilt für jede Art von Einwegbecher, egal welches Material, gilt diese Pflicht. Gibt's denn, ich habe in der letzten Mehrweg-Gesetzesgebung, da gab es ja dann schon mal was zum 1.1.22 war das, glaube ich, oder 21, gab es verschiedene Ausnahmen für verschiedene Betriebe. Gibt's die wieder? Genau, gibt es auch hier wieder Ausnahmen bei dieser Mehrwegangebotspflicht jetzt ab 1.1. Und zwar sehr kleine Betriebe, die bis zu 80 Quadratmeter haben und maximal 5 Mitarbeitende. Diese Betriebe sind von der Pflicht ausgenommen. Mhm. Und vielleicht auch hier muss man nochmal sagen, das gilt nicht für Filialbetriebe, das heißt für größere Gastronomieketten, die Filialableger an vielleicht kleinen Verkehrsknotenpunkten haben, wo wir auch wissen, da gibt es manchmal so kleine Butzen, wo vielleicht gerade eine Person reinpasst. Das gilt nicht für die, weil die natürlich Teil eines größeren Unternehmens sind, sondern es gilt nur für inhabergeführte, unabhängige, kleine Betriebe, eben mit bis zu 80 Quadratmetern und maximal 5 Mitarbeitenden. Lisa, was gilt es jetzt schon zu tun für Gastgeber, die sagen, okay, ich will jetzt nicht warten bis Dezember oder Januar, wenn es dann direkt losgeht, sondern was kann ich jetzt schon tun? Mhm. Genau, ich kann auch jetzt schon mir überlegen, mit welchem Mehrweganbieter möchte ich zum 1.1. oder auch davor schon zusammenarbeiten. Denn auch davor, es sind jetzt noch 4 Monate, auch in diesen 4 Monaten kann man viel Einwegmüll einsparen und man kann natürlich sein Team, seine Kolleginnen und Kollegen auf das Thema Mehrweg optimal vorbereiten. Da können wir natürlich total gerne auch mit behilflich sein. Das heißt, auch jetzt ist es schon total wichtig, sich zu positionieren und zu zeigen, dass man nachhaltig interessiert ist, dass man Nachhaltigkeit auch wirklich in den Fokus stellt. Und bei uns kann man natürlich in wenigen Schritten, in 3 tatsächlich, eine Partnerschaft abschließen und das ganz einfach auf unserer Website recap.de oder rebowl.de und kann sich da einen ganz einfachen Account anlegen, eine Partnerschaft abschließen und die Pfandprodukte bestellen und direkt loslegen. Das heißt, das kann man jetzt schon innerhalb von wenigen Tagen tun. Und wir haben eben zum Ende der Folge hin gerne noch mal ein kleines Goodie für euch mit an der Hand, für euch Zuhörer vom Küchenherde-Podcast, wie wir euch diese Zeit gerne noch überbrücken wollen und da helfen wollen bis zum 1.1., dass ihr jetzt schon das Thema mit angeht. Wie lange dauert denn so das Onboarding, wenn ich mich jetzt heute entscheide, ich möchte das gerne machen und morgen mich anmelde? Und wann kann ich dann tatsächlich loslegen? Nächste Woche. Also das dauert wirklich nicht lange. Du machst sozusagen alles fertig. Wir sind wie ein Online-Shop aufgestellt, also wie eine Online-Plattform, die 24/7 auch erreichbar ist. Natürlich muss ich erstmal meine Daten hinterlegen, also eben Rechnungs- und Lieferadresse, wo soll das Paket hingeschickt werden. Dann kommen die Pakete an. Also das dauert meistens so 2 bis 3 Werktage nach Bestellaufgabe. Und dann wird das Ganze einmal durchgespült. Die Mitarbeitenden werden gebrieft. Da bieten wir auch entsprechendes Schulungsmaterial an. Da haben wir Schulungsvideos, die wir unseren Partnern zur Verfügung stellen, aber natürlich auch physisches Material für die Theke, für den Tresen oder für den Pauseraum, alles Mögliche, auch in digitaler Variante. Und da gilt es nur noch, die Produkte sichtbar zu platzieren und dann kann es auch schon losgehen.
Genau, wichtig, ein Punkt, den darf man nicht vergessen, einen Pfand-Button in die Kasse zu integrieren. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man das auch sauber abbilden kann im Kassensystem. Also eben der 1 € Pfand wird ein- oder ausgebucht, genauso die 5 € Pfand. Und dann ist es auch schon ready to go. Das heißt, wenige Tage sind da tatsächlich möglich, auf ein Mehrwegsystem aufzusteigen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, wir haben jetzt Ende August, Ende September ist der Küchenherde-Podcast aus der Sommerpause mit uns beiden wieder da und dann rufen auf einmal 100.000 Menschen bei euch an und wollen sich rüsten gegen, was heißt gegen, also für diese Mehrwegpflicht, diese Gesetzgebung. Oh, immer dieser Kontragedanke, das war nicht gut. Aber rufen 100.000 Menschen bei euch an, jetzt übertrieben gesagt, aber die Frage, auf die ich hinaus will, haben wir in Deutschland eigentlich genug Kapazitäten insgesamt, wenn man sich so diesen Mehrwegsystemmarkt anschaut und jetzt auf einmal alle anfangen umzustellen, haben wir genug Kapazitäten, dass wir ganz Deutschland damit ausrüsten könnten? Also ob wir das in Deutschland haben, ich meine, jetzt sind wir ein Mehrwegsystemanbieter, wir haben die Kapazitäten, wir haben uns über die letzten 2 Jahre, seit bekannt wurde, dass es dieses Gesetz geben wird, ab 1.1.23 darauf vorbereitet, dass zum Ende 2022 natürlich da sehr viel kommen wird und haben uns da entsprechend aufgestellt, haben natürlich die Produktion angekurbelt und so weiter und so fort. Und wir haben auch, was ich auch total gerne nochmal sagen möchte, gerade im Rahmen der Inflation und überall hören wir von steigenden Preisen, gerade die Gastronomiebetriebe sind davon betroffen, seien es die Energiepreise oder die Weizenpreise oder ähnliches. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, die Preise nicht erhöhen zu müssen oder zu dürfen oder wie auch immer, sondern können weiterhin unsere stabilen Preise anbieten, haben ein volles Lager mit Mehrwegprodukten, die raus wollen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall bereit und wir sind auf jeden Fall gerüstet, dafür alle möglichen Gastronomiebetriebe auszustatten. Und wie es im Rest von Deutschland aussieht, was andere Anbieter machen, das kann ich natürlich jetzt nicht beantworten. Aber ich bin mir sicher, dass auch die den 1.1. ganz groß im Visier haben. Ich habe bei euch gesehen auf der Website, dass es einen Mehrwegrechner gibt, dass man jetzt, wenn man jetzt vielleicht noch nicht ganz so genau weiß, mache ich das nicht, mache ich das jetzt, mache ich das später, wo man sich dann schon mal ausrechnen kann und korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch erzähle, aber wo man sich ausrechnen kann, wie viel man dann tatsächlich monatlich einspart, wenn man euer Mehrwegsystem nutzt. Genau, korrekt. Also das ist wirklich ein ganz simpler Mehrwegrechner mit verschiedenen Schiebereglern für die verschiedenen Verpackungen, die ich als Gastronomiebetrieb anbiete. Kann ich da individuell einstellen, habe ich Becher, habe ich Schalen, was für Schalen habe ich und wie viel zahle ich denn da im Einkauf? Weil das sind ja auch manchmal Posten, die werden nicht so gerne geteilt. Das mache ich lieber dann vielleicht für mich und rechne mir das mal durch. Wenn ich so und so viele Schalen oder Getränke am Tag to go ausgebe im Einweg, was habe ich denn dann eigentlich für Kosten? Und im Vergleich, wenn ich eben Recap oder Rebowl nutze, was kann ich mir denn dadurch sogar einsparen? Und da sieht man, dass man relativ schnell einfach darauf kommt, dass man auch Einsparpotenziale hat. Vielleicht an der Stelle ganz kurz genannt, wir bieten verschiedene Laufzeiten an. Der Standard sind 12 Monate einer Vertragslaufzeit und da ist der Beitrag, der Nutzungsbeitrag, den jeder Gastronomiebetrieb pro Ausgabestelle zahlt, 31 € im Monat. Das heißt, das sind ungefähr 1 € am Tag, den ich sozusagen als Kosten habe, um unser System nutzen zu können. Eben egal wie viele Recaps, egal wie viele Rebowls. Und diese Rechnung hält man natürlich dann dagegen, wie viel gebe ich denn an Einweg aus, die ich jeden Tag auch wirklich an die Kundinnen und Kunden ausgebe. Und das ist natürlich sehr schön zu sehen, dass wir da relativ schnell in einen grünen Bereich kommen und wie viel auch Hebel dann der einzelne Gastronomiebetrieb hat, diese Quote in Richtung Mehrweg auch größer werden zu lassen, aufgrund von Schulungen, Sichtbarkeit, preislichem Anreiz oder Ähnlichem. Ja. Ich verrate dir was. Ich habe auch einen Recap-Becher. Den nehme ich immer mit, wenn ich irgendwo hin muss und dann mache ich mir mal Kaffee rein und dann packe ich den bei mir ins Auto. Aber den gebe ich nirgendwo ab. Das ist einfach mein To-Go-Recap-Becher. Okay. Das kann man so machen. Dass ich den nie zurückgebe. Genau. Wichtig ist natürlich trotzdem für die Funktionsweise des Systems, die Becher sollen auch immer wieder zurückkommen. Die Bowls sollen immer wieder zurückkommen. Das ist auch klar. Die sollen nicht in den Küchenregalen verstauben. Aber wenn du einen Recap einfach so auch immer wieder verwendest, dann ist das, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Okay. Ich schneide das raus, was ich gerade gesagt habe. Das ist jetzt völlig fehlorientiert. Nein, Spaß. Aber
Ich habe noch eine Masterfrage, eine Abschlussfrage für dich. Aber die möchte ich gerne erstmal selber beantworten, weil ich da eine ganz, ganz tolle Antwort drauf habe. Und dann kommst du. Also, ich hatte mir aufgeschrieben noch, was kann ein Gastronomiebetrieb tun, damit der verpflichtende Einsatz eines Mehrwegsystems ein Erfolgsfaktor wird? Und dann hast du mich gerade auf eine Idee gebracht, was ich ziemlich cool finde, weil man macht ja auf jeden Fall einen monetären Benefit, wenn man Recap dann einsetzt. Man hat dieses Nutzungsentgelt, was relativ gering ist, aber man spart dann eine ganze Menge an Einwegmaterial ein, wenn man es richtig umsetzt. Und warum nutzt man das nicht auch für sein Marketing, für sein Social Media, dass man sagt, okay, wir sparen jetzt 500 Euro meinetwegen im Monat ein oder 1000 Euro. Je nachdem, du hast ja gesagt, ist hoch individuell, deswegen kann man das jetzt nicht durchschnittlich benennen, aber jeder wird das für sich ausrechnen können. Und wenn es meinetwegen 1000 Euro sind, die 1000 Euro, die ich eingespart habe, das ist einfach dann Benefit für meine Mitarbeiter, dass ich sage, okay, ich habe jetzt diesen Monat 1000 Euro, nächsten Monat 1500 Euro, das schütte ich an meine Leute wieder aus, weil die haben ja jetzt auch alle gerade mit dieser aktuellen Situation zu kämpfen, dass Preise, Gas, Lebensmittel, alles immer teurer wird. Und warum nutzt man das nicht einfach, um Mitarbeiter zu gewinnen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, um seinen Mitarbeitern was Gutes zu tun. Weil wenn ich es nicht machen würde, käme es gleich raus. Genau. Aber die Frage gebe ich gerne an dich weiter. Vielleicht hast du auch noch Ideen, wie man diesen verpflichtenden Einsatz zum Erfolgsfaktor machen kann. Ja, definitiv. Also wir haben tatsächlich, also auch eigentlich ähnliches Thema, was du jetzt gerade schon angesprochen hast. Wichtig ist natürlich, dass das Thema gut funktioniert, die Sichtbarkeit. Das ist ganz klar. Das heißt, die Theke, der POS, der Point of Sale muss natürlich hergeben, muss dem Endkunden, der Endkundin zeigen, hier gibt es eine Mehrwegalternative. Das ist natürlich auch das, was das Gesetz vorschreibt. Aber es ist auch aus der Erfahrung gesprochen, genau das, was dann funktioniert. Weil wenn die Becher einfach hinter den Einwegbechern, hinter der Kaffeemaschine stehen und ich nirgendwo einen Hinweis sehe, dass ich auch hier eine nachhaltige Alternative bekomme, dann habe ich es vielleicht auch als Endkunde nicht auf dem Schirm und dann passiert natürlich auch nichts. Also das muss mir bewusst sein, dass ich da wirklich durch die Sichtbarkeit den ersten Basic-Hebel eigentlich habe. Und da bieten wir natürlich auch POS-Material an, da bieten wir Poster an, Aufkleber, digitales Material und so weiter und so fort, um einfach die Gastronomiebetriebe super zu unterstützen. Das zweite Thema, du hast es gesagt, die Mitarbeitenden. Die sind wirklich auch der Schlüssel, denn die Mitarbeitenden stehen tagtäglich hinter der Theke, sind im aktiven Kundenkontakt und ich glaube, das ist bei jeder anderen Produkteinführung auch so, wenn die Mitarbeitenden darauf aktiv hinweisen, wenn sie wissen, was sind die Facts zu diesem Produkt, dann haben sie natürlich auch viel mehr Spaß daran, das Ganze irgendwie zu kommunizieren, das Ganze an den Mann zu bringen. Es ist ja auch was Schönes, denn ich habe hier keinen Müll, den ich rausgebe, sondern ich habe eine nachhaltige Verpackung. Und das heißt, wie gut zu schulen die Mitarbeitenden und aber auch einzubinden und sie vielleicht auch daran teilzuhaben, dass das hier wirklich eine effektive Sache ist, die wir umsetzen und gemeinsam Impact erzeugen, das ist, glaube ich, super wichtig. Und da kommt natürlich auch wieder das Thema Werte mit ins Spiel, dass es ja immer mehr Mitarbeitende oder eben einfach auch junge Leute gibt, aber nicht nur junge Leute, denen das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Und wenn sie merken, sie können in ihrem Berufsalltag da selber aktiv was dazu beitragen, dann hat das, glaube ich, einen sehr enormen Effekt. Genau, und das Dritte wäre, man kann natürlich auch preisliche Anreize schaffen. Das heißt, man kann natürlich sagen, das ist am Beispiel Kaffeebecher, ich kann den Kaffee so und so viel günstiger anbieten, wenn du ihn im Mehrweg nimmst. Das ist jetzt erstmal keine Rocket Science, das kennen wir aus der Vergangenheit. Auch wenn ich einen Porzellanbecher mir kaufe, dann bekomme ich vielleicht die erste Füllung gratis oder ähnliches. Mhm. Und wenn man das Ganze aber umdreht und sagt, hey, den Einkaufspreis beispielsweise vom Einwegbecher, den schlage ich jetzt drauf und den lasse ich mir bezahlen, dann habe ich vielleicht 10 Cent, 15 Cent, 8 Cent, was auch immer mehr. Und den der Kunde letztendlich zahlen muss dafür, dass er eine Verpackung, die er einfach nur für 15 Minuten nutzt und dann wegschmeißt, dafür bezahlt. Und das habe ich nicht beim Mehrweg, nicht beim Recap beispielsweise. Hm. Und auch dieses Geld kann man überlegen, was mache ich mit diesen Mehreinnahmen beispielsweise, die ich draufgeschlagen habe? Die kann ich beispielsweise spenden, das kann ich kommunizieren, das kann ich aber auch an die Mitarbeitenden ausgeben oder ich kann eben daraus eine Aktion machen, kann das beispielsweise ganz langsam erst probieren, mal eine Aktionswoche machen, Aktionsmonat oder ähnliches. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und das ist aber wirklich etwas, dieser preisliche Anreiz, wo wir merken, wenn der umgekehrt funktioniert, eben der Aufschlag auf den Einwegbecher, dann hat das nochmal enorme Wirkung, einfach eine ganz andere psychologische Wahrnehmung auch vom Endkunden, der Endkundin zu sagen, ah nee, aber 10 Cent will ich jetzt nicht extra für den Einwegbecher zahlen, dann nehme ich doch lieber den Mehrweg. Ja.
Ja, sehr schön. Also ich fühle mich nach wie vor weiterhin schuldig, dass dieser Recap-Becher bei mir im Schrank steht, weil das ist nicht, wird mir aber auch gerade erst bewusst, ist nicht irgendwo Sinn und Zweck der Aktion. Aber ich gelobe Besserung, versprochen. Sehr gut. Ja, liebe Lisa, du bist mein Gast im Küchenhelde-Podcast und im Küchenhelde-Podcast ist es Brauch, dass der Gast den Küchenhelde-Podcast mit ein paar letzten Worten abschließt und wir haben aber noch vergessen, etwas zu pitchen. Und bevor du den Küchenhelde-Podcast abschließt und dich verabschiedest, müssen wir jetzt noch einmal die Geschenke verteilen. Willst du die Geschenke verteilen? Super gerne. Ich freue mich total, euch die Geschenke überbringen zu dürfen. Und zwar wollen wir euch, liebe Küchenherde-Zuhörerinnen, sehr gerne ein Starterangebot machen. Und das heißt, wenn ihr jetzt bis 15. Oktober 2022 eine Recap Rebowl Partnerschaft abschließt bei uns auf der Homepage, bekommt ihr mit einem Gutscheincode, der heißt Küchenherde22, die Partnerschaft für den Rest des Jahres kostenlos. Das heißt, ihr zahlt effektiv nichts für die nächsten 3,5 Monate oder 4 Monate, je nachdem, wann ihr euch anschließt und zahlt erst den Nutzungsbeitrag dann ab dem 1.1., wenn es Pflicht wird. Habt somit jetzt das Restjahr 2022 Zeit, euch mit dem Thema Mehrweg einzugrooven, zu beschäftigen, eure Mitarbeitenden mit an Bord zu holen und genau, das wollen wir euch sehr, sehr gerne mitgeben und freuen uns, wenn wir möglichst bald möglichst viele von euch bei uns begrüßen dürfen, sodass wir mit euch gemeinsam Einwegmüll abschaffen können. Vielen lieben Dank. Ich freue mich. Ich werde auch alle Links werde ich in den Shownotes hinterlegen, dass ihr auch weiterführende Informationen, dass ihr euch erst auch gerne informieren könnt und dann entscheiden könnt. Also ich hinterlege auf jeden Fall alles in den Shownotes und jetzt verabschiede ich mich schon mal. Also lieben Dank, dass ihr alle da gewesen seid, dass ihr zugehört habt, dass ihr mir auch über die Sommerpause hinweg treu geblieben seid im Küchenherde-Podcast. Und liebe Lisa, vielen Dank, dass du da gewesen bist, dass du mein Gast warst. Und jetzt übergebe ich das Wort an dich und du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen. Dankeschön. Ja, danke schön. Ich freue mich auch total, Gast gewesen sein zu dürfen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem das Thema Müllvermeidung, Nachhaltigkeit hier nochmal mit dir zu besprechen und zu diskutieren. Und ja, ich hoffe, dass unser Ansatz oder ja die Motivation, die uns bei Recap die knapp 100 Mitarbeitenden tagtäglich motiviert, Müll zu vermeiden, dass wir damit auch euch ein bisschen begeistern können und dass es nicht nur ein, ich muss die gesetzliche Pflicht erfüllen ist, sondern dass wir auch zeigen konnten, dass Mehrweg wirklich Spaß machen kann und dass wir da auch wirklich Kosten einsparen können und genau am Ende des Tages unsere Umwelt einfach ein Stück besser machen können und jeder seinen Beitrag leisten kann, dass wir einfach in einer schöneren Welt leben. Von daher vielen, vielen Dank, Markus, an dich.